Wir stehen hier wieder für unsere 7 Fragen, die die Insta-User gestellt haben. Lukas Gugani ist bei uns. Und wir starten direkt rein. Tim fragt, wer ist oder war dein Vorbild? Mein Vorbild war damals in meiner Jugend immer Lucio, als er bei Bayern gespielt hat. Das war immer mein Lieblingsspieler. Jetzt aktuell würde ich nicht sagen, dass ich ein Vorbild habe. Yannick fragt, wie warst du in der Schule? Ja, ich habe es durchgezogen. Also natürlich war es nicht immer ganz so wichtig für mich, weil ich ja von Anfang an schon viel Fußball gespielt habe. Aber ich glaube, schulische Ausbildung sollte schon im Vordergrund stehen, gerade wenn man noch jung ist. Und ja, das habe ich so gut es geht durchgezogen und habe es dann auch bestanden. Herr Hagekorn fragt, magst du es eher auf der 6 oder in der Innenverteidigung zu spielen? Grundsätzlich spiele ich schon lieber Innenverteidiger. Ich habe zwar jetzt ein, zwei Jahre auch auf der 6 gespielt, spiele ich auch ganz gern, aber grundsätzlich sehe ich mich schon als Innenverteidiger. Dein Lieblingsessen aus der Heimat? Würde ich sagen, erst Schnitzel und Pommes. Also das esse ich immer wieder gern, wenn ich da bin. Das kann ich sehr gut verstehen. Kiran fragt, wie lange spielst du schon Fußball? Ich habe im Alter von 5 Jahren angefangen, damals Fußball zu spielen und ja, seitdem spiele ich. Jost fragt, kommst du irgendwann mal zurück nach Österreich, um hier zu spielen? Es ist noch alles offen. Ich bin jetzt schon einige Jahre in Deutschland hier und es ist schon mein Ziel, dass ich dann weiter auch hier spielen kann in Deutschland. Aber natürlich, in der Zukunft ist natürlich immer wieder mal eine Option, in der Heimat zu spielen. Elisa fragt als letztes, warum die Nummer 4? Das hat keine besondere Bedeutung. Ich habe in Fürth schon die 4 gehabt und ja, damals, als ich dann hierher gekommen bin, war die 4 noch frei und dann dachte ich mir, dass ich die auch behalten werde.